Moin, mal kurz aus dem Schnitt. Leider hat was mit einer Folge nicht so funktioniert mit der Cinematic. Dementsprechend musste ich die leider rausschmeißen. Aber jetzt hier als Info für euch. Erstens, es gibt unten in der Videobeschreibung ein Gewinnspiel. Ihr könnt gewinnen eine 10 Euro Passive Card und eine Crucial BX 500 250 GB SSD. Alle Infos unten in der Videobeschreibung, wie ihr teilnehmen müsst. Und ja, was ich noch sagen wollte, es gibt jetzt regelmäßig auf unserer Website einen Download von den Schematics und von den World Downloads. Also schaut da ruhig regelmäßig mal vorbei. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Nextcraft. Heute wieder zusammen mit dem Boss of Death. Moin, servus, moin. So, in der heutigen Folge möchte ich, wie ich da auch schon angefangen habe, nochmal die Fences, die Stone Fences weiter draufsetzen. Und er möchte sich an zwei Mauertürme setzen. Erstmal da ein und da ein. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Ihr seht jetzt einen kleinen Zeitraffer. Am Ende der Folge tun wir noch die Villager einmal umportieren in das neue Gebäude. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Our past, we had closed hearts.
Servus Leute, jetzt haben wir dann auch den ersten Turm fertig gebaut, wie ihr im Hintergrund seht. Genau, so sieht der aus. Wir wollen jetzt hier noch irgendwo in der Mauer dann einen Durchgang machen. Müssen wir uns mal anschauen, wo. Ja genau, aktuell sieht das halt so aus, dass man hier auch richtig durchlaufen kann. Auf der Seite genauso. Und dann geht hier so eine Treppe hoch. Laufen wir mal einmal auf Mauerhöhe. Dann sind wir hier auf dieser Mauerhöhe. Mit einem vernünftigen Durchgang. Und jetzt gehen wir nochmal die letzte Etage hoch. Genau, und so sieht das dann von hier oben aus. Ich glaube, die müssten wir nochmal irgendwie ersetzen und was draufpacken. Müssen wir uns anschauen. Man könnte durch Holz oder so machen. Ja, kann man sich auf jeden Fall überlegen. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt nochmal eben die nächsten 6 Türme. Einmal die 3 hier an der Mauer noch. Und dann die 3 in der Mauer. Weil aktuell ist, ich zeige es euch mal kurz richtig, da ja noch ein Turm, der wird weggerissen werden, damit wir wirklich auch den Weg recht mittig machen können. Weil aktuell wäre die Mitte von der Mauer, nämlich genau da, wo der Turm ist, 2 Blöcke daneben. Deswegen passt das nicht so ganz. Selbiges Spiel da hinten. Genau, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt die Türme nochmal und wir sehen uns dann gleich einfach nach dem Cut wieder. Und dann machen wir das mit dem Villager noch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, dann sind wir jetzt auch hier tatsächlich fertig. Und wie ihr schon seht, da ein Mauertor. Ja, wir gehen mal in Spectator, würde ich sagen, und dann zeigen wir euch das mal einfach. Genau, slash Game Mode, Spectator at A. Ui. Und wenn wir jetzt mal hier einfach so ein Stückchen hochfliegen, ihr seht schon, das war auch eine Heidenarbeit. Jetzt haben wir da Mauertor, was noch nicht ganz fertig ist, weil da noch ein Weg hin muss. Ja, gut, da mehr oder minder auch. Haben wir hier ein Mauertor, da ein Turm, da hinten ein Turm, da hinten ein Turm, da den Turm. Wir haben da ein Turm und da hinten auch ein Turm. Und wir waren ja nicht ganz untätig. Ich meine, wir saßen jetzt hier, ich weiß nicht, wie viele Stunden dran. Ja, das war ziemlich aufwendig. 8 oder so? Oder 7? Oder 6? Das kann hinkommen. Wir haben ja auch die kompletten Wege einmal durchgegraben, also durch die Mauer durch. Und auch alles miteinander verbunden. Es ist nämlich 100% fertig, das zeige ich euch gleich nochmal. So, genau. Durch einen Steinbruch durch. Es sieht jetzt halt auch hammermäßig natürlich aus. Weil man hier so eine schöne Aussichtsplattform dadurch hat. Noch ein bisschen schöner als vorher natürlich dann. Und was mir noch nicht so ganz 100% gefällt, was ich noch machen muss, natürlich, hier endet es dann. Und da fehlt auch noch Stein. Hier werden wir noch runtergraben müssen, dann einmal hier drunter her und dann wieder hoch. Das haben wir an der Stelle hier nämlich auch schon gemacht gehabt. Runtergraben, dann drunter her, weiter. Und genau, eigentlich war auch angekündigt, dass wir die Villager umsetzen. Das muss ich jetzt doch nochmal verschieben, weil ich hätte nicht gedacht, dass die Türme jetzt echt so unfassbar lang brauchen. Man sieht ja auch, der Turm ist kleiner als der. Und hier fehlen auch noch so manch einen Block. Das werde ich gleich nochmal aufs Screen einfach setzen. Hier nochmal eine Treppe hin. Genau. Und dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!